Im Folgenden soll ein kurzer Überblick gegeben werden über Leben und Werk von Erich Fromm. Geboren wurde Erich Fromm im Jahre 1900 in Frankfurt am Main als erstes Kind in einer streng orthodox lebenden jüdischen Familie. Er wuchs in dieser Familie als Einzelkind auf. Seine großen Vorbilder waren vor allem die jüdischen Gelehrten, Talmudgelehrte und Rabbiner, väterlicherseits, während von der Seite der Mutter eine große Verwandtschaft da war, mit der Fromm auch als Kind und als Jugendlicher einen guten Kontakt hatte. Die Verwandtschaft ist aber großenteils in den KZs des Nationalsozialismus umgekommen. Fromm wuchs in Frankfurt heran und wollte unbedingt selber auch Talmudlehrer werden, hat sich dann aber doch anders überlegt und nach seinem Abitur am Wöhler-Gymnasium 1918 nach zwei Semestern Jurastudium sich entschieden, nach Heidelberg zu gehen, an die Universität Heidelberg, und dort Soziologie zu studieren, und zwar bei Alfred Weber, dem Bruder des berühmteren Max Weber, der aber schon 1921 verstorben ist. Alfred Weber war ein damals bekannter Soziologe in diesem noch jungen Fach, das damals noch gar nicht Soziologie hieß. Aber Fromm promovierte bereits mit 22 Jahren bei Alfred Weber in Heidelberg über ein interessantes Thema, nämlich über die Frage, was denn Juden, die in der Diaspora leben, das heißt, die keinen Schutz durch bürgerliche Gesetze, durch den Staat, durch die Rechtssysteme und so weiter haben, was solche Juden trotzdem ähnlich denken, fühlen und handeln lässt. Also was kittet diese jüdischen Menschen zusammen, die in der Diaspora leben? Und Fromm hat das an drei Gruppierungen untersucht. Zum einen an einer frühen Sekte aus dem 9. Jahrhundert, den Karäern, dann am Reformjudentum des 19. Jahrhunderts und schließlich an der Bewegung, mystischen Bewegung des Chassidismus. Und überall eben, um herauszufinden, was war es, was diese Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln ließ, obwohl keine Institutionen, äußeren Institutionen da waren. Das Ergebnis einer Untersuchung war, dass es die gelebte Tora war. Also, dass es gemeinsame Ethosformen, verinnerlichte Ethosformen sind, die Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln lassen. Kurz nachdem er seine Doktorarbeit bei Alfred Weber abgeschlossen hatte, kam Fromm mit der Psychoanalyse in Berührung über eine Freundin, eine 11 Jahre ältere Freundin namens Frieda Reichmann, mit der zusammen er auch 1924 in Heidelberg ein Therapeutikum eröffnete, mit der Idee für jüdische Klientel, aber mit der Idee, Menschen hier in diesem Therapeutikum von ihren Verdrängungen, vor allem von ihren sexuellen Verdrängungen zu befreien, um auf diese Weise diesen Menschen Energie zurückzubringen und eine andere Art des Zusammenlebens möglich zu machen, die eben nicht durch Hemmungen, oder wir würden sagen Verklemmungen, gekennzeichnet ist im Miteinander, sondern ein befreites Miteinander möglich machen. Wenn man so will, war es der erste Versuch, den Fromm gemacht hat, im Kleinen sozusagen eine neue Gesellschaft zu konstruieren oder Voraussetzungen dafür zu schaffen. Die Berührung mit der Psychoanalyse war aber dann etwas ganz Wesentliches für Fromm, nämlich eben zu fragen, was sind die Verdrängungen der Menschen und vor allem diese fruchtbare Frage, die dann Fromm entwickelt hatte, eben nicht nur nach den Verdrängungen bei einzelnen Menschen zu schauen, in den Individuen, in einem Individuum, was da welche Elternbeziehung oder was immer auch jemand dazu veranlasst, seine
Wünsche, seine Fantasien, seine Kräfte zu verdrängen, sondern Fromms Frage war eben, was lässt viele Menschen irrational handeln und deswegen viele Menschen eine ähnliche Verdrängung machen. Das war die entscheidende Leitfrage, die Frage nach den unbewussten, irrationalen Kräften im Menschen, die schon das Denken Freuds bestimmt hat, aber eben bei Fromm dann vor allem diese Ausformung bekommen hat, dass bei den vielen Menschen, also in sozialen Gruppen, in soziologischen Größen, dies zu untersuchen. Fromm machte dann selber eine Ausbildung zum Psychoanalytiker, schließlich von 1928 bis 1930 in Berlin, eröffnete dort auch eine Praxis, um dort mit Patienten zu arbeiten. Diese Tätigkeit als in Berlin wurde dann begleitet gleichzeitig von einem Ruf an das Frankfurter Institut für Sozialforschung, an dem 1929 Max Horkheimer Direktor geworden ist, und Fromm sollte an diesem Institut als Psychoanalytiker und Sozialpsychologe eben eine Abteilung leiten, die sich vor allem der Frage zuwandte, was Menschen, viele Menschen, autoritär sich verhalten lässt. Also die Frage der Autorität vor allem in den Familien, in der bürgerlichen Gesellschaft, das war das Thema, mit dem Fromm seine Arbeit am Institut für Sozialforschung in Frankfurt aufnahm. Beide Tätigkeiten, seine Tätigkeit als Analytiker in Berlin und seine Tätigkeit in Frankfurt, er fuhr da immer mit dem Zug hin und her, also diese beide Tätigkeiten wurden dann aber jäh unterbrochen durch eine Erkrankung Fromms an offener Tuberkulose, die ihn zwang, für 3 Jahre nach in Davos zu leben, zunächst in Quarantäne und dann eben, weil es damals noch keine Antibiotika gab, noch kein Penicillin gab, um diese Krankheit zu behandeln, hat man eben dann die gute Luft von Davos gesucht, um die Symptome der Erkrankung möglichst klein zu halten. Aber in Wirklichkeit hat die Tuberkulose Fromm begleitet bis zu einem zweiten neuen Ausbruch 1939, Ende 38, Anfang 39. Damals dann hatte man schließlich Medikamente, sodass Fromm dann von dieser Krankheit erlöst wurde. Fromm ist dann nach der Machtergreifung Hitlers 1933, Januar 1933, hat er keine Möglichkeit mehr gesehen, nach Deutschland zurückzukehren, sodass er dann 1934, Ende April, von der Schweiz über Frankreich, Cherbourg, nach New York emigrierte. Und dann zwischen 1934 und 1950 seinen Hauptwohnsitz in New York hatte. Hier schrieb Fromm sein erstes Buch, sein erstes wichtiges Buch, Escape from Freedom, Deutschen bekannt unter dem Titel Die Furcht vor der Freiheit, in dem Fromm seine sozialpsychologische Methode zur Anwendung brachte und der Frage nachging, warum die Menschen, die sich aus den gesellschaftlichen Zwängen des Mittelalters befreit hatten, warum diese Freiheit nicht wirklich nutzen und ausüben, sondern sich neu wieder staatlichen Organen und den Regierungsmächten oder der Religion unterwerfen. Also die Frage, wie kommt es zu dieser autoritären Orientierung, wo viele Menschen sich einer Autorität mit Lust unterwerfen wollen, wie kommt es, obwohl Schritte zur Individuation, zur persönlichen Freiheit getan wurden. Das ist das Thema dieses Buches und damit hat Fromm einen Welterfolg mit diesem Buch, einen Welterfolg
erzielt. Er ist schlagartig in den Vereinigten Staaten als der Psychoanalytiker der Gesellschaft bekannt geworden. Und was auch dazu geführt hat, nachdem Fromm 1940, glaube ich, die amerikanische Staatsbürgerschaft erlangt hatte, dass er sich von da an als amerikanischer Staatsbürger erlebte, obwohl er 1950 nach Mexiko übersiedelte im Zusammenhang mit der Erkrankung seiner zweiten Frau, die an einer schweren arthritischen Erkrankung litt, und eben dann der Versuch gemacht wurde, über das andere Klima in Mexiko Linderung für diese kranke Frau zu erreichen. Diese zweite Frau von Fromm starb dann aber 1952. Fromm hatte 1951 in Mexiko eine ordentliche Professur an der medizinischen Fakultät der UNAM erhalten und hat die Möglichkeit bekommen, mexikanische Ärzte zu Psychoanalytikern dort auszubilden, was ihn dann tatsächlich auch in Mexiko hielt. Das heißt, Fromm war mit seinem Hauptwohnsitz dann von 1950 bis 1953 in Mexiko. Gleichzeitig hatte er weiterhin eine Wohnung in New York und lebte auch in der Regel 3, 4 Monate im Jahr in New York, um dort an psychoanalytischen Instituten, aber auch an anderen universitären Einrichtungen Lehraufträge und Professuren wahrzunehmen. 1956 entstand in Mexiko, und zwar im Zusammenhang mit der Erfahrung einer ganz anderen Liebesfähigkeit mit der dritten Frau im Leben, dritten und letzten Frau im Leben von Erich Fromm, einer Amerikanerin, mit der er sehr glücklich wurde. Diese Erfahrungen gelungener Partnerbeziehung ist sicher im Hintergrund, wenn Fromm, als Fromm das Buch Die Kunst des Liebens geschrieben hat, mit dem Fromm weltweit bekannt wurde und bis heute ein Buch geschrieben hat, das noch heute zigtausendfache Auflagen in unterschiedlichsten Ländern hat. Im Moment gibt es den großen Die Kunst des Liebens Boom in China, wo millionenfach dieses Buch aufgelegt wird. Insgesamt schätze ich die Weltauflage dieses Buches seit 1956 auf etwa 25 Millionen ein, was für ein Sachbuch absolut ungewöhnlich ist. Also dies, womit Fromm im Allgemeinen bekannt wurde oder bekannt ist, das Buch Die Kunst des Liebens, The Art of Loving, das ist 1956 in Mexiko entstanden. Fromm hat dann 1973, nein, ich muss anders sagen, er hat 1966 einen ersten Herzinfarkt erlitten, der ihn dazu brachte, die große Höhe seines Wohnsitzes in Cuernavaca, das ist so 80 Kilometer außerhalb von Mexiko-Stadt, auf 2200 Meter Höhe, und er eben mit seiner geschädigten Lunge und jetzt mit dem geschädigten Herz versuchte Fromm das Sommerhalbjahr dann jeweils in Europa zu verbringen, und zwar in Locarno in der Schweiz, sodass er eben ab 1967 das Sommerhalbjahr schon hier verbrachte. Und im Winter 73/74 entschied er und seine Frau Ennis, sich nicht mehr nach Mexiko zurückzugehen, sondern die letzten Jahre des Lebens dort in Locarno auch zu verbringen. Also so kam es, dass dann Fromm im Alter wieder nach Europa zurückkehrte. Hier entstand das dritte Buch, mit dem Fromm weltweit bekannt wurde, das Buch Haben oder Sein,
eine Untersuchung, die er eigentlich machen wollte, über Meister Eckhart, der immer wieder von der Frage zu haben oder zu sein spricht, aber eben auch Karl Marx. Auch bei Karl Marx spielt das eine ganz große Rolle, diese Alternative. Und Fromm hat das dann eben psychologisch versucht, verständlich zu machen, dass der Mensch tatsächlich in seiner Art zu leben zwischen zwei Existenzweisen wählen kann, beziehungsweise faktisch wählt, entweder mehr sich am Haben zu orientieren, um dadurch seine Identität und sein Sein zu bekommen, oder mehr am Sein, das heißt an den eigenen körperlichen, geistigen und seelischen Kräften und an der Praxis dieser Kräfte, um aus diesen Kräften heraus selbstständig und unabhängig leben zu können. Das ist die Hauptthese dieses Buches Haben oder Sein, die natürlich in der Gegenwart immer noch eine ungeheure Bedeutung hat, weniger dass wir heutigen unbedingt uns am Haben von Eigentumswohnungen, Autos oder Briefmarkensammlungen oder Münzsammlungen festmachen wollen, sondern dass wir am Haben des Zugangs zu den Medien, zu den elektronischen Medien, dass das uns ganz wichtig ist und wir uns fast nicht vorstellen können, ohne Handy, ohne den Zugang zum Internet überhaupt noch anständig leben zu können. Auch das schafft natürlich unter Umständen eine Orientierung am Haben. Insofern hat das Buch auch in den letzten Jahren wieder noch einmal eine Renaissance erlebt. Und ich denke, es wird uns diese Thematik immer wieder auch im Zusammenhang der Frage des Umgangs des Menschen mit Technik begegnen. Fromm lebte, wie gesagt, da in Locarno mit seiner Frau Ennis und erlitt dann 1978 im Frühjahr einen zweiten Herzinfarkt und im Herbst einen ganz schweren, bei dem er klinisch tot war, Herzinfarkt. Durch Zufall war ein Arzt in der Nähe, der ihn über Herzmassage wieder ins Leben zurückholte. Aber Fromm ging es dann in den letzten Jahren relativ schlecht. Er erholte sich ein wenig auf seinen 80. Geburtstag hin, im März 1980. Und das Foto, das hier gezeigt wird, ist 14 Tage vor seinem Tod gemacht worden. Aber die Interviews, die er gegeben hat in Vorbereitung zu seinem 80. Geburtstag, haben ihn dann doch sehr viel mehr angestrengt, als er sich hätte zutrauen dürfen, sodass er in der Nacht vom 18. zum 19. März an einem vierten Herzinfarkt in Locarno gestorben ist. Ich selbst bin über eine Dissertation 1972 das erste Mal mit Fromm persönlich in Kontakt gekommen in Locarno, als er da sich über das Sommerhalbjahr aufhielt. Und als er dann sich im Winter 73/74 entschied, in Locarno zu bleiben, hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihm wissenschaftlich zuzuarbeiten, sozusagen als wissenschaftlicher Assistent, was ich dann auch zunächst für ein knappes Jahr in Locarno selbst getan habe und dann von Tübingen aus getan habe, wo ich dann ab 1976 eine Assistentur an der Tübinger Uni hatte. Aber dieses Foto ist bei einem meiner vielen Besuche dann in Locarno 1979 zufällig entstanden vor dem Haus des Apartmenthauses, in dem Fromm und seine Frau Ennis dort lebten und wo er auch seine Bibliothek hat hinbringen lassen von Mexiko. Diese Bibliothek hat er mir dann vererbt, hat schließlich sein Testament neu geschrieben und mich hier zu seinem literarischen Nachlass und Rechteverwalter eingesetzt. Das heißt, ich bin auf diese Weise sozusagen zeitlebens nun mit den Frommschen Themen und dem Frommschen Werk und dem geistigen Erbe Fromms seit dieser Zeit, als ich ihn 1972 das erste Mal getroffen habe, befasst. Und so kommt es eben auch, dass ich dann schließlich diesen Nachlass von Fromm und seine Bibliothek 2014
hier in dieses Institut in Tübingen eingebracht habe, nachdem ein Sponsor, ein Unternehmer so viel Begeisterung für Fromm entwickelt hat, dass er sagte, wir müssen unbedingt dieses Werk und die Unterlagen seines Werkes der Nachwelt erhalten. Und er ist bereit, hier Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und den Unterhalt zu gewährleisten, wenn ich die Materialien mit einbringe. Und so gibt es seit 2014 das Fromm-Institut in Tübingen. Wenigstens noch einmal einen kurzen Blick auf eine Auswahl der Bücher, die Fromm geschrieben hat. Zu Escape for Freedom habe ich schon etwas gesagt. 1947 folgte das Buch Man for Himself. In diesem Buch, das im Deutschen ein bisschen einen unglücklichen Titel hat, Psychoanalyse und Ethik, aber in diesem Buch ist eigentlich, sind die wichtigsten Ausarbeitungen Fromms zu seiner Charaktertheorie enthalten. Wir werden im Verlaufe der Beschäftigung mit Fromm sehen, dass der Begriff des Charakters und vor allem dann des Gesellschafts- oder Sozialcharakters von ganz eminenter Bedeutung bei Fromm ist. Und da sind die wichtigsten Gedanken und Theorien sind in diesem Buch Man for Himself entwickelt. Das Buch Sane Society, das im Deutschen dann später den Titel Wege aus einer kranken Gesellschaft bekommen hat, in diesem Buch entwickelt Fromm seine Bedürfnislehre und vor allem, er fragt in diesem Buch nach den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, die den Menschen psychisch gesund halten oder wieder gesund machen. Das heißt, er setzt sich intensiv mit den Fragen des Kapitalismus des 19. und 20. Jahrhunderts auseinander und den Gegenentwürfen zum Kapitalismus mit den unterschiedlichsten Formen des Sozialismus. Womit er sich nicht auseinandersetzt, ist der real existierende Sozialismus, weil er das als einen Verrat am sozialistischen Gedanken sieht. Aber mit dem ganzen Kommunitarismus, mit Werkgemeinschaften, dem Kommunenleben, den, also all den Modellen alternativen Zusammenlebens, die damals bekannt waren, bis hin zu den Kibbutz in Israel. Ja, Adolf Loving habe ich schon gesprochen. Beyond the Chains of Illusion, Jenseits der Illusion, ist das einzige Buch, in dem Fromm ein wenig autobiografisch, ein erstes Kapitel autobiografisch hinzufügt. Aber es ist das Buch, wenn man Fromms Thesen zum Charakter, zum gesellschaftlichen Unbewussten, wenn man die konzentriert lesen will bei ihm, dann findet man diese ganzen Theorien in eben diesem Buch Jenseits der Illusionen. Das Buch The Heart of Man, 64 erschienen, ist insofern wichtig, als in diesem Buch er seine These und Theorie von der Biophilie, von der Liebe zum Lebendigen und der Liebe zum Toten, der Nekrophilie, das erste Mal der Öffentlichkeit bekannt macht. Etwas Ähnliches, was Freud mit dem Lebens- und Todestrieb gemacht hat, aber bei Fromm ist das völlig anders dann gewendet. Und in diesem Buch setzt er sich auch mit dem Narzissmus und dem Gruppennarzissmus auseinander, was nun ein ganz epochaler Gedanke war, dass eben viele Menschen sich mit einer idealisierten Figur identifizieren und diese bewundern. Und also Fromm hat mit diesem Kapitel, großen Kapitel über Narzissmus, hat er genau das theoretische Erklärungsmuster entwickelt, was uns Make America Great Again psychologisch erklären kann. Also wer immer sich mit dem Trumpismus mehr auseinandersetzen will, sollte unbedingt dieses Narzissmus-Kapitel in Die Seele des Menschen von 1964 lesen. The Revolution of Hope ist das Buch, wo sich Fromm am meisten mit den technischen Entwicklungen, ja sogar mit den Anfängen der Computertechnologie beschäftigt und wo er fragt, wie nach der Beziehung des Menschen zur Technik und wie lässt sich
sozusagen die Technik humanisieren. Also wie muss Technik und der Umgang mit Technik beschaffen sein, dass sie wieder dem Menschen dient und nicht der Mensch ein Accessoire der Technik wird. Ein ganz wichtiges Buch entstand 1903 oder wurde veröffentlicht 1973, die Anatomie der menschlichen Destruktivität, wo sich Fromm mit der Aggressionstheorie auseinandersetzt und wo Fromm, der den größten Teil seiner Verwandtschaft in den KZs verloren hat, wo er sich eben mit dem Sadismus von Himmler und der Nekrophilie von Hitler auseinandersetzt und lange Kapitel schreibt, wo er deren Psyche und Beeinflussungen analysiert. Und wie gesagt, Haben oder Sein habe ich schon angesprochen. Soweit, es gibt doch mindestens 20 andere Bücher von Fromm, auch jene, die ich erst im Nachlass gefunden habe und dann ab 1989 dann als nachgelassene Schriften veröffentlicht habe. Aber der Überblick soll hier reichen. Fromm hat auch zwei empirische Untersuchungen geschrieben. Ich habe schon angetönt, dass er, als er da am Institut für Sozialforschung mit Horkheimer zusammenarbeitete, dass er es war, der dieses Konzept des Autoritarismus entwickelt hat und auch damals bereits eine empirische Untersuchung dazu gemacht hat über deutsche Arbeiter und Angestellte, sodass also die sonst so bekannte Untersuchung über die Authoritarian Personality von Adorno und anderen, dass die 15 Jahre vorher, fast 17 Jahre vorher bereits von Fromm eine Untersuchung gemacht wurde, die sehr viel eindrucksvoller und psychoanalytischer orientiert ist, als das dann in der Untersuchung von Adorno der Fall ist. Und Fromm hat, als er in Mexiko war, noch einmal die Gelegenheit genutzt, seine Thesen zum Gesellschafts- oder Sozialcharakter, die unter Beweis zu stellen mit einer empirischen Untersuchung, indem er ein kleines Bauerndorf von etwa 800 Einwohnern in Mexiko untersucht hat, wie hier die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Bedingungen, unter denen diese Menschen nach der Revolution in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts in Mexiko, wie diese Bedingungen sich auf die seelische Entwicklung dieser Bauern ausgewirkt hat. Auch das eine äußerst interessante Untersuchung, um eben diesen sozialpsychologischen Ansatz von Fromm zu erläutern. Ich habe hier eine Reihe von Webadressen zusammengestellt. Es gibt die offizielle Erich Fromm Website und es gibt eine sehr umfangreiche und inhaltsreiche Website der Internationalen Erich Fromm Gesellschaft in deutscher und englischer Sprache und in einer Reihe anderer Sprachen. Diese Fromm Gesellschaft hat auch einen YouTube-Kanal, auf dem eine ganze Reihe von jenen deutschsprachigen Videos und Audios zu Videos gemacht sind, wo man die anschauen kann, die Fromm in den 70er Jahren, als er in Locarno lebte, geschaffen hat. Es gibt darüber hinaus einen Dokumentenserver am Zuse-Institut in Berlin. Auf diesem Dokumentenserver sind etwa 33.000 Einträge, alles, was im Fromm-Institut in Tübingen gesammelt ist, ist dort aufgelistet, kann also dort gefunden werden. Und davon, von diesen 33.000 Dingen sind etwa 10.000 auch im Volltext dort zugänglich. Also es macht, wenn man irgendetwas über Fromm sucht, macht es Sinn, genau hier zu suchen, weil das sicher weltweit die beste und umfangreichste Zusammenstellung der Sekundärliteratur zu Fromm ist, aber eben auch enthält alle Daten zur Bibliothek von Erich Fromm, die er mir testamentarisch vermacht hat und die ich in das Fromm-Institut eingebracht habe. Es gibt in Berlin an der Internationalen Psychoanalytischen Universität einen Erich Fromm Study Center. Und eine Professur, eine Erich Fromm Professur. Es gibt auch an dieser privaten Hochschule Lehrveranstaltungen zu Erich Fromm. Und diese
Dieses Erich vom Study Center in Berlin hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo weitere sehr interessante Videos und Audios von Fromm zugänglich sind. Ich habe schließlich noch notiert, unter welchem Link die ganze E-Book-Sammlung im Deutschen zugänglich ist, nicht zugänglich ist, gekauft werden kann. Es gibt das gesamte Werk von Fromm, also die Gesamtausgabe von 12 Bänden, die ich 1999 als Printausgabe herausgebracht habe, die gibt es auch als E-Book für etwa 150 Euro. Und es gibt aber insgesamt 157 einzelne E-Books von Fromm, wo im Grunde dieses Gesamtwerk dann die Bücher, die Artikel zum Teil in Sammelbänden dann zusammengefasst sind. Also man kann sagen, das gesamte in deutscher Sprache zugängliche Werk von Fromm ist über das E-Book erhältlich.